Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder begrüßen zu unserer neuen Leserunde im März. Wahrscheinlich vorerst die letzte für die nächsten Monate. Ich sage aber in einem anderen Video nochmal, warum das so ist. Auf jeden Fall möchte ich es euch erstmal einladen für das Lied der Krähen. Ich hatte es euch in meinem Neuzugänge-Video für Januar gezeigt und gefragt. Einige hatten gesagt, jo, wäre ich gern bei einer Leserunde dabei. Und deswegen, ja, habe ich jetzt nochmal umgeschwenkt von der Bücherdiebin zum Krähenlied sozusagen. Ich habe von Leigh Bardugo noch nichts gelesen. Diese Krisha-Reihe, die hatte ich immer mal auf meinem Merkzettel, aber dann ist die ja nicht so richtig übersetzt worden oder den dritten Teil gab es immer nicht. Und da dachte ich mir, gut, who knows, aber dieses Buch ist mir so oft empfohlen worden und deswegen habe ich es mir zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen. Ich bin schon sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall krähenmäßig schwarz aufgemacht. Und es geht hier um sechs Außenseiter, irgendwie ein Dieb, ein Sprengstoffexperte und noch einige andere witzige Spionen, Verurteilter, Magier, Scharfschütze, Sprengstoffexperte. Ein cooles Team. Und ja, die sollen einen Magier aus dem, einen gefährlichen Magier aus dem bestgesicherten Gefängnis der Welt befreien. Und jeder hat aber noch seine Geheimnisse. Ich denke, es klingt nach Jugendbuch, es klingt aber auch sehr düster. Ich habe auch gehört, dass es kein typisches Jugendbuch sein soll. Ich verspreche mir daher wirklich sehr viel von diesem Büchlein. Falls ihr Lust habt, es mit mir zu lesen, es hat 570 Seiten. Am 9.3. startet die Leserunde, müsste wieder ein Samstag sein. Ich verlinke euch die Leserunde bei Facebook unten in der Infobox. Und ja, ich habe mich für den 9.3. entschieden, damit, falls einige zur Buchmesse gehen, wir dann hinten raus nicht noch Probleme haben. Weil, wenn erstmal Buchmessensaison ist, dann hat eh keiner Zeit zum Lesen, ne? Jo, ich freue mich auch auf jeden Fall schon drauf. Ebenfalls wird im März gelesen der dritte Teil der Maxton Hall Reihe von Mona Carsten, also Save Us. Ich habe schon mal gefragt in der Leserunde, ob wir gleich am 2.3. starten wollen und war aber vorhin erst, hat sich noch keiner gemeldet. Kann sein, dass das jetzt also dieses Wochenende losgeht. Ansonsten, ich verlinke euch einfach nochmal die ganze Leserunde. Dort haben wir den ersten und den zweiten Teil gelesen. Falls jemand den dritten noch auf dem Sub haben sollte, kann er sich auch gerne noch anschließen. Ich bin gespannt, wie auch das ausgeht. Vor allem freue ich mich aber auf dieses Schätzchen. Denn ja, darüber habe ich bis jetzt noch gar nichts Negatives gehört. Also ich habe jetzt auch nicht gesucht, ich habe mir jetzt nicht bei Amazon alle Rezensionen durchgelesen, aber was jetzt YouTube und Instagram angeht, wo ich mich so hauptsächlich rumtreibe bzw. rumgetrieben habe, habe ich nichts Negatives gehört. Also ich bin super gespannt, ihr vielleicht auch und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss!